Derbyzeit in Budenheim. So oder so ähnlich dachte man am 20. Spieltag in der Oberliga RPS. Doch letztendlich war nichts davon in der Budenheimer Waldsporthalle zu spüren. Die grippegeschwächte Truppe des TV Niederolm konnte nicht wirklich, während die SF Budenheim nur das tat, was nötig war. Und so war es nicht verwunderlich, dass auch bei den Zuschauern keine richtige Stimmung aufkam. Nach einer relativ ausgeglichenen Anfangsphase genügte den Gastgebern ein kurzer Zwischenspurt, um mit einer 20:11 Führung in die Pause zu gehen. Im zweiten Durchgang sollte sich nicht mehr viel tun und die Budenheimer steuerten einen ungefährdeten Sieg entgegen. Beim TV tat sich Christian Gettert als Haupttorschütze sowie die beiden Torhüter mit einigen schönen Paraden hervor. Doch letztendlich zeigte der TV einen enttäuschenden Auftritt an diesem Tag.